Einen wunderschönen guten Morgen. Heute wollen wir ein mathematisches Verfahren erlernen, was uns das Integrieren erleichtern wird. Und zwar handelt es hierbei um die Partialbruchzerlegung. Man sollte das schon können, wenn man sich an die Integrale der Form 1 geteilt durch x hoch n plus 1 ranwagen will, was derzeit eine Serie von mir ist. Aber bei ganz anderen rationalen Funktionen spielt es auch noch eine große Rolle, um einfach das Integrieren zu erleichtern, beziehungsweise das Integrieren erstmal möglich zu machen. Worum handelt es sich? Naja, wir wollen irgendeine rationale Funktion, zum Beispiel 1 geteilt durch x zum Quadrat minus 3, irgendwie hübsch machen. Also es lässt sich nicht gut substituieren, also wollen wir irgendwie aus diesem blöden Bruch einen schönen Bruch machen, beziehungsweise mehrere schöne Brüche. Und dazu wollen wir aus dieser eigentlichen Multiplikation unterm Nenner, wenn wir es faktorisiert haben, irgendwie eine Summation von verschiedenen Bruchtermen machen. Was meine ich damit? Da schreiben wir es einfach mal hin. Ich denke mir jetzt mal irgendwas aus. Sagen wir, wir haben jetzt 1 geteilt durch x plus 1 mal x minus 2. Okay. Sagen wir mal, wir haben dieses Polynom hier unten irgendwie schon faktorisiert. Okay. Wie können wir jetzt weitermachen? Naja, wie gesagt, wollen wir diesen Bruch zerlegen in mehrere schöne Brüche. Die Anzahl der Brüche kommt darauf an, wie viele hier unten Faktoren habt. Also wir kriegen jetzt 2 Brüche raus, weil wir 2 verschiedene Faktoren haben. Also haben wir jetzt einmal x plus 1 plus eines zweiten Bruchs mit x plus 2. Die nächste Überlegung ist, wenn wir die beiden Brüche wieder erweitern würden, dann müssen hier oben irgendwelche Werte stehen, die wir mal die, also wenn wir diesen Bruch erweitern würden, dann steht hier oben irgendwas. Wir wissen aber noch nicht, was es ist. Das müssen wir uns definieren. Und wenn wir es erweitern, muss es halt dann wiederum auf diese 1 hier oben kommen, logischerweise. Okay, das nennen wir jetzt einfach bei dem hier A und bei dem hier B. Okay, es kommt wiederum darauf an, welchen Grad euer Polynom hier unten im Nenner hat. Weil hättet ihr jetzt x zum Quadrat plus 4 hier stehen, dann müsste hier ax plus b stehen. Und hier auf dieser Seite dann zum Beispiel c. Also der Grad des Polynoms hier oben muss 1 geringer sein als der Grad des Polynoms hier unten. Okay. Das ist übrigens auch der Fall für diese linke Seite. Also man kann erst Partialbruch zerlegen, wenn der Grad des Polynoms im Zähler geringer ist als der Grad des Polynoms im Nenner. Also hätten wir jetzt hier, wenn wir das ausklammern würden, hätten wir irgendwie eine Funktion zweiten Grades, also x zum Quadrat, würde hier oben jedoch irgendwie x hoch 4 minus 7 stehen, dann könnten wir keine Partialbruchzerlegung durchführen, weil der Grad des Polynoms hier oben, wie gesagt, größer wäre als der Grad des Polynoms hier unten. Das sind die einzigen Sachen, die beachtet werden müssen. Okay. Partialbruchzerlegung ist halbwegs leicht, weil im Endeffekt handelt es sich nur um Gleichungssysteme lösen. Na, wie machen wir das? Wir könnten jetzt zum Beispiel mal dieses Nenners auf beiden Seiten rechnen. Okay, führen wir das einfach mal aus. Das bedeutet ja dann, dass 1, weil die beiden würden sich wegkürzen, wenn wir mal das Nenners rechnen würden. Und dann hätten wir 1 ist nichts anderes als a mal. Okay, x plus 1 würde sich wegkürzen, also haben wir a mal x minus 2. So, hier muss übrigens ein Minus hin. So, und beim zweiten Teil hätten wir dann plus b. Mal. Okay, x minus 2 würde sich wegkürzen, also hätten wir x plus 1. Gut, das Ganze können wir jetzt erneut ausklammern. Also haben wir jetzt a, x minus 2a plus bx plus b. Okay, wie machen wir weiter? Naja, jetzt können wir gruppieren und ein bisschen ausklammern. Einfach, um es auf die schönere Form zu bringen. Also haben wir jetzt irgendwie a plus b mal x plus b minus 2a. Das ist das, was wir haben. Ich mache hier aber noch eine Klammer drum. Okay, was können wir jetzt aus diesem ganzen Quatsch schlussfolgern? Naja, schreibe ich es nochmal schön hin. Naja, wir haben ja hier drüben eine 1 stehen. Also ist das eine Funktion 0. Grades, was auf der linken Seite steht. Das bedeutet, dass die Funktion auf der rechten Seite auch eine Funktion 0. Grades sein muss. Hier haben wir jedoch ein x. X hoch 1, also ist hier eine Funktion ersten Grades noch vorrätig. Das heißt, wir müssen irgendwie dieses x loswerden. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit gehen wir davon aus, dass x ungleich 0 ist, also müssen wir jetzt irgendwie dafür sorgen, dass a plus b gleich 0 wird, damit wir diesen x-Term wegbekommen. Also eine Schlussfolgerung können wir treffen, und zwar, dass a plus b gleich 0 sein muss. Was können wir noch für eine Schlussfolgerung ziehen? Naja, wenn dieser gesamte Term 0 wird, dann entspricht ja 1 gleich b minus 2a. Das können wir auch noch schlussfolgern. 1 ist gleich b minus 2a. Und jetzt können wir Gleichungssysteme lösen. Okay,
Hier rechnen wir minus b, also können wir daraus schlussfolgern, dass a gleich minus b ist, beziehungsweise b ist gleich minus a. Die Bedingung können wir hier unten einsetzen. Also wissen wir jetzt, dass 1 ja nichts weiter ist als b. Okay, und b ist gleich minus a, also haben wir jetzt plus 2b, wenn wir das einsetzen. Also wissen wir, dass das 3b ist. Also ist das äquivalent dazu, dass unser b nichts anderes ist als ein Drittel. Die Bedingung können wir jetzt hier einsetzen und daraus können wir schlussfolgern, dass a gleich minus ein Drittel ist. Okay, das Ganze können wir jetzt hier oben einsetzen. Wir haben unser Gleichungssystem gelöst. Also wissen wir jetzt, dass die Partialbruchzerlegung dieser rationalen Funktion ja nichts weiter ist als minus ein Drittel x plus 1 plus ein Drittel x minus 2 ist. Soweit so gut. Haben wir ja ganz gut hinbekommen. Und sowas lässt sich wesentlich besser integrieren, weil das hier ist nur der ln von x plus 1 und das ist nur der ln von x minus 2. Ziemlich einfach. Machen wir nur mit einem anderen Beispiel weiter. Okay, was könnten wir diesmal nehmen? Machen wir es etwas schwerer, aber immer noch halbwegs leicht. Einfach nur, um das Verständnis zu bekommen. Als nächste rationale Funktion nehmen wir jetzt einfach mal x plus 1 geteilt durch x hoch 3 minus 3x. Okay. Sieht schon ein bisschen schwerer aus. Als erstes müssen wir irgendwie den Nenner faktorisieren, damit wir eine multiplikative Verknüpfung aus zwei Polynomen erhalten. Okay, das Faktorisieren ist halbwegs leicht. Wir nehmen es jetzt einfach mal als x mal x zum Quadrat minus 3. Okay, und jetzt können wir das ganze Partialbruch zerlegen. Wie machen wir das? Naja, wir sehen ja jetzt, wir bilden jetzt erstmal zwei Brüche. Also 1 geteilt durch x, weil das ist unser erster Term, und plus eines zweiten Bruches x zum Quadrat minus 3. Eine Frage wäre noch, dürfen wir die Partialbruchzerlegung durchführen? Na, in der Tat, weil der Grad hier oben ist 1 und der Grad hier unten ist 3. Wir dürfen es durchführen. Okay. Diese Funktion hat den Grad 1. Also muss unser Zähler irgendwie den Grad 0 haben. Das nennen wir a. Dieser Nenner hat den Grad 2, also muss unsere Funktion oben, unser Zähler, den Grad 1 haben. Das nennen wir jetzt bx plus c. Okay, und jetzt ist es uns wieder erlaubt, Gleichungssysteme zu lösen. Wir multiplizieren jetzt also diesen Nenner hier auf beiden Seiten. Also haben wir auf der rechten Seite erstmal x plus 1. Und das ist ja nichts weiter als a mal was denn? Naja, x würde sich wegkürzen, also haben wir a mal x zum Quadrat minus 3. So, bei dem hätten wir jetzt plus bx plus c, setze ich mal in Klammern. Na, mal was denn? Naja, x zum Quadrat minus 3 haut sich raus, also mal x. Das Ganze können wir jetzt nochmal ausschreiben. Das ist jetzt nichts weiter als ax zum Quadrat minus 3 plus minus 3a plus bx zum Quadrat plus cx. Und das Ganze muss x plus 1 entsprechen. Okay. Hier können wir jetzt wiederum gruppieren und ausklammern. Kriegen wir das hin? Naja, ich denke mal schon. Okay, wir haben diese x zum Quadrat-Terme. Also wissen wir jetzt erstmal, dass a plus b x zum Quadrat gelten muss. Okay, dann haben wir das weg. Dann haben wir noch plus cx und dann noch minus 3a. Okay, welche Bedingungen können wir daraus schlussfolgern? Naja, wir sehen ja, dass diese Funktion hier drüben den Grad 1 hat. Also müssen alle Terme, die x zum Quadrat beinhalten, 0 ergeben. Also können wir wiederum schlussfolgern, wie im ersten Fall, dass a plus b gleich 0 sein muss. Was können wir noch tun? Naja, wir sehen ja, dass wir hier diesen einzelnen x-Term haben, cx, und der Koeffizient von x hier drüben ist eine 1. Okay, also wissen wir jetzt wiederum, dass c gleich 1 sein muss, um diese Bedingung zu erfüllen. Was fehlt uns noch? Dieser Term. Wir wissen jetzt, dass minus 3a ja dieser 1 entsprechen muss, unserem Absolutglied. Also haben wir jetzt noch, dass minus 3a gleich 1 sein muss. Okay. Das Ganze können wir jetzt wieder ein bisschen umstellen. Also können wir hier draus schlussfolgern, dass a gleich minus 1 Drittel ist. Okay, das ist wie vorhin, das war nicht mal geplant. Und die Bedingung können wir jetzt hier oben einsetzen. Also wissen wir jetzt, dass a ist ja minus b,
Also wissen wir, dass b gleich minus a ist und a ist ja nur minus ein Drittel, also haben wir jetzt, dass b gleich ein Drittel ist. Und das Ganze können wir jetzt wieder oben einsetzen. Also wissen wir jetzt wiederum, dass die Partialbruchzerlegung dieses Terms, also x plus 1 geteilt durch x hoch 3 minus 3x, ja nichts weiter ist als, was haben wir jetzt? Wir haben minus ein Drittel geteilt durch x plus, okay, wie geht's weiter? Na, wir haben jetzt ein Drittel mal x plus unter c, was ja 1 sein muss, also plus 1 geteilt durch x zum Quadrat minus 3. Und das ist unsere Partialbruchzerlegung für diesen Bruch. Und dieses Vorgehen ist halbwegs leicht. Das Schwierigste ist meistens, die Faktorisierung dieser Terme zu finden. Aber ansonsten ist wirklich ein sehr schönes Verfahren, was das Integrieren wesentlich leichter macht. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht, das Video anzuschauen. Falls ja, dann lasst ein Abo da oder ähnliches. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.